So, Freunde, ganz, ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video und heute ist es endlich mal wieder soweit. Ein neues Video vom Ehrenbruder Boss Explosive, die schlechtesten Deutschrap-Lines, Volume 18 und heute mit der Sexy-Edition. Es wird also sehr, sehr hot, sehr sexy und gefühlvoll, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, wir schauen rein. Let's freaking go, Freunde. Ich bin mega gespannt drauf. Ich freue mich auf eine neue Folge. Ohne so. Du findest deine Mutter tief in meinem Arsch, Junge. Geil. Sehr, sehr geil. Digga, es gibt auch gefühlt keine Folge ohne Bushido. Es gibt einfach keine Folgen ohne Bushido, Alter. Das ist... Sinanji-Moment. Boah, ich fand das auch so geil bei dieser einen Folge, wo irgendwie, Casey Rebel dann he, she, it, bei dir heißt he, she, it, das S muss mit, bei mir heißt he, she, it, Sex zu dritt und dann Sinan-Mode intensifies einfach. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, das war so genial, Alter. Meine dicken Hoden kreisen um den Mond, NASA. Massiv ist auch echt oft dabei, ne? Das sind auch wieder Lines hier, ey. Bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Ah ja, genau, das ist mein linker Hoden, hat Jakuza, glaube ich, gesagt, ne? Siehst du den Mond? Das ist nicht der Mond, das ist mein linker Hoden. Hodensystem, ja, Mann. Ich spring... Boah, auch Casey, oft vertreten. Jetzt sind immer wieder dieselben Kandidaten. Ich spring ne Zeile, Rapper fallen um von Neid. Berühmt, berüchtigt und populär. Zieh den Schwanz aus deinem Arsch, mach dein populär. Damit dich für. Damit hin, dreh dich für mich, dreh dich im Kreis. Ja, ich werd Schluss machen und ich werd deine Titten behalten. Er hatte Oralsex mit seinen Opfern, bevor er sie erwürgte. Dann zerstückelte er sie und bewahrte seine Lieblingskörperteile von ihnen oft wochenlang in seiner Wohnung auf. Alter. Ja, wie ein richtig ehrenloser Edit von ihm, genau wie bei dem mit dem Hanau-Ding bei ihm letztes Mal. Mit schlecht gealtete Lines. Ach, Digga, ey. Ja, Kasimir, ne? Teile von ihnen oft wochenlang in seiner Wohnung auf. Und ich steck täglich einen weg. Aha. Schon seit Jahren hab ich mir keinen gekollt. Das Einzige, worauf ich mir einen runterhole, ist mein Erfolg. Ich steck täglich einen weg, schon seit Jahren hab ich mir keinen gekollt und das Einzige, worauf ich meinen runterhole, ist mein Erfolg. Also hat Flair seit Jahren keinen Erfolg? Fragezeichen. Real Talk, Alter, er hat die Zeile hier komplett, oh mein Gott, die Zeile ist kompletter Selbstdiss, ne? Die Zeile ist ein kompletter Selbstdiss. Sonny Pofig, ich steige in das Ghostship. Sheesh. Alter, das ist so geil gewesen, wo sie die Jugendwörter des Jahres vorgelesen hat. Unnormal gut wieder der Edit. Sehr schön. Sheesh! Ich mache jeden Spinner platt, der mich mit Hitlergruß begrüßt. Und wenn ich nichts zu pimpern hab, finde ich die Milka-Kuh auf süß. Alter, Jakuza hat auch nur solche Lines. Ne, Jakuza ist auch so oft dabei, Alter. What the fuck? No! Ich glaube, ich sollte meine Cam demnächst nach rechts oben packen, wenn ich mir die schlechtesten deutschen Blinds angucke. Er hat sich das, glaube ich, angewöhnt, das nach rechts unten zu packen. No! Messes Hartz 5, Kanacken im Schlaraffenland. Ich gehe in den Zoo und wichse mit einer Affenhand. Oh. Alter, what the fuck, einfach nur, Alter. Das ist auch wieder eine absolut werbefreundliche Folge hier. Also absolut.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Folge gelb ist. Ein Schuss fällt, falls auch du Pisser Schuss. Ich ficke deine Oma, benutze dein Blut als Gleitmittel. Kein bitte, Schlampe, Mund auf, wenn ich eindringe. Ja, sag ich ja, werbefreundlich, ne? Sehr werbefreundliche Lines hier. Ich ficke deine Oma, benutze dein Blut als Gleitmittel. Kein bitte, Schlampe, Mund auf, wenn ich eindringe. Ja, schöne Lines, ne? Emotional, tiefgründig. Genau das, Alter. Mein Schein in dein Slip, Bitch. Not the script für mich. Mein Schwanz in dein Mund, ich nenn ihn Lippenstift. Auch mal wieder schön selbst gedisst. Ja, nice Folge mal wieder, Alter. Nice Folge. Also die zweite Zeile hier, Platz 2, fand ich schon. Das ist schon sehr ekelhaft, Alter. Das ist wirklich sehr ekelhaft. Die Lippenstiftzeile ist sehr witzig gewesen. Geile Folge mal wieder. Ich habe nichts anderes erwartet, natürlich. Was soll ich sonst noch sagen, Alter? Falls ihr Boss Explosive immer noch nicht abonniert habt oder sonst irgendwas, dann holt das auf jeden Fall nach. Lasst beim Original ein Like, einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen, entspannten, sexy Tag. Bis dann, macht es gut, Freunde. Haut rein, bleibt vor allem gesund. Und ciao.